Also wir machen jetzt wirklich Live-Live-Analyse. Uwe hat es davor schon gesehen, ich habe es noch gar nicht gesehen. Ich gehe heute das erste Mal, also jetzt das allererste Mal drüber und gebe euch jetzt sozusagen anhand unseres Frameworks, wie wir Landingpages aufbauen, wie wir Landingpages designen, das Feedback, okay? Also das Wichtigste ist immer zu wissen, das, was above the fold ist, above the fold bedeutet einfach im sichtbaren Bereich. Alles, was im sichtbaren Bereich ist, ohne dass ein User scrollen muss, ist extrem wichtig, weil ihr kennt ja, Absprungraten, vor allem bei neuen Usern, liegen bei 3 bis 5 Sekunden. Das bedeutet, ein neuer User ist bei euch auf der Website und entscheidet innerhalb von 3 Sekunden, vertraue ich dem Brand, vertraue ich der Marke, vertraue ich dieser Website und holen die mich ab für das, was ich suche. So, jetzt bei euch. Also, erstes Feedback, super klar strukturiert. Ihr habt den klaren Fokus von der Bildsprache her. Da kommt jetzt schon eins, was ich direkt ändern würde, und zwar ein Slider. Verkaufspsychologisch, das hatten wir beim Elmer auch schon, verkaufspsychologisch haben Slider eine extrem schlechte, einen extrem schlechten Wirkungsgrad auf den User, weil sich da Dinge bewegen, Dinge neu reinkommen auf einmal und vor allem sich Sachen ändern. Jetzt bei euch ändern sich zum Glück nicht der Text hier vorne. Bestelle bei den besten Metzgern Deutschlands. Regionales und Spezialitäten. Geile Aussage. Also wenn ich jetzt Lust auf gutes Fleisch habe, Bock auf geiles Fleisch, dann wird mich das auf jeden Fall catchen. Also den Trigger habt ihr auf jeden Fall da schon mal gedrückt. Jetzt geht's. Sucht euch ein Bild raus innerhalb der Slider-Funktion, die ihr jetzt habt, wo ihr denkt, ich würde es auch testen, auch mal durchtesten, was am besten passt sozusagen. Also das Bild von vorne mit dem Metzger, mit den zwei, mit den zwei Steaks in der Hand, das ist natürlich, das trifft es halt gleich auf zwei Ebenen. Du siehst einen Menschen, was ganz wichtig ist. Menschen wollen immer andere Menschen sehen. Auch wieder aus der Verkaufspsychologie. Ganz, ganz wichtig. Menschen wollen anderen Menschen in die Augen schauen. Und da sehe ich jetzt, hier kann ich dem Typen direkt in die Augen schauen. Ich nehme an, das ist ein Metzgermeister. Super cool. Habe ich gleich ein gewisses Vertrauen aufgebaut. Und ich sehe, hey, da geht es um Fleisch. Super. Perfekt. Ihr habt direkt im sichtbaren Bereich hier das Eingabefeld für den Standort, um den Standort zu bestimmen, um dann wahrscheinlich die Metzger in meiner Nähe mir auszuspucken oder mir halt weiterzugeben. Jetzt Metzger finden. Was ich hier noch machen würde, direkt im sichtbaren Bereich, Gütesiegel einbauen, Trust-Faktoren. Ihr müsst den Trust sehr hoch halten. Ihr sagt zwar die besten Metzger, aber was sind die besten Metzger? Wisst ihr, also was habt ihr für Möglichkeiten jetzt, ohne dass ihr jetzt riesengroße Investments machen müsst, ohne dass ihr jetzt irgendwie irgendwelchen Verbänden, Vereinen beitreten müsst. Welche Logos könnt ihr hier einbinden? Also es gibt ja gewisse Qualitätssiegel in der Fleischbranche, die man, glaube ich, auch verwenden darf, oder? Also da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, aber es wird bestimmt Qualitätssiegel geben, wenn man nur eine bestimmte Qualitätsstandard anbietet, eine Qualitätsstufe, dann wird man das bestimmt auch kommunizieren dürfen auf irgendeine Art und Weise. Deswegen versucht mal, egal wo, also wo es am besten passt jetzt auch. Das kann sein, dass das hier gleich ist, also dass wir es hier unter jetzt Metzger finden noch haben, dass das Ganze hier ein bisschen nach oben rutscht. Bestelle bei den besten Metzgern Deutschlands. Also ihr nehmt diesen ganzen Block hier, diesen Frame, zieht ihn ein bisschen hoch und versucht dann hier noch die Logos einzubinden oder Logo. Müsst mal schauen vom Design her, wo es am besten passt. Das ist nur der erste Impuls sozusagen, weil wir müssen Vertrauen aufbauen, vor allem bei Fleisch, vor allem bei etwas, das ein Mensch konsumiert, dass er sich auf die Haut schmiert, dass er in sich führt, dass er isst, genauso bei Nahrungsergänzungsmitteln auch. Da könnt ihr eigentlich super abschauen. Schaut euch mal Player am Markt an, die im Nahrungsergänzungsmittelbereich unterwegs sind. Wie machen die das, um schnellstmöglich beim User Vertrauen aufzubauen? Die binden immer Siegel ein, die haben immer irgendwelche Siegel, die haben bekannt aus Logos, die haben mit diesen Partnern arbeiten wir zusammen. Hey, wir sind vegan, wir sind glutenfrei, wir sind bam, 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 bam. Die haben für alles sozusagen bestimmte Icons entwickelt oder bestimmte Siegel, weil das allergrößte Ziel erstmal ist, Vertrauen aufzubauen, weil hier wird etwas konsumiert. Hier führen wir etwas unserem Körper zu, da brauchen wir ganz großes Vertrauen. Also das wäre schon mal ein ganz wichtiger Punkt, jetzt schon mal auf der Website, auf der Landing. Wenn es eine echte Landingpage sein soll, dann auf keinen Fall Navigation einbauen. Schmeiß die Navi raus. Aber nur, wenn es wirklich eine echte Landingpage ist. Eine echte Landingpage bedeutet, der Call to Action ist auf ein bestimmtes Produkt, auf eine Dienstleistung. Weil wir wollen nicht, dass der User sich innerhalb einer Website-Infrastruktur verliert.
Wir wollen ihn ja kanalisieren auf etwas. Wir wollen ihn ja zum Ziel führen, zum Call to Action. Jetzt kaufen, jetzt bestellen, jetzt Termin vereinbaren, jetzt Metzger finden. Wisst ihr? Also wenn es eine echte Landingpage ist, dann fliegt die Navi raus. Wenn es eine Website sein soll, also wirklich noch als Plattform bestehen soll, dann darf die Navigation auf jeden Fall drin bleiben. Ganz wichtig. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen runter. Sehr gut, da kommt jetzt gleich. So funktioniert's. Das ist super, um einfach gleich auch den Menschen zu zeigen, hey, so einfach ist die Bedienbarkeit. Was ich hier noch einbauen würde, auch wieder verkaufspsychologisch, ihr wisst ja, das wichtigste Gut, das ihr den Menschen da draußen rauben könnt, ist ihre Zeit. Deswegen, sagt mal, so funktioniert's in nur zum besten Metzger oder zum besten Fleisch. Wie viele Sekunden braucht's, um einfach bei dem Metzger zu sein, der das beste Fleisch für mich anbietet. Einfach nur, dass ich weiß, woran bin ich. Bei Kinoheld haben wir es damals gemacht, in 30 Sekunden zum Kinoticket, weil es tatsächlich so war. Externer User ist über irgendeine Marketingkampagne auf uns aufmerksam geworden und hat wirklich innerhalb von 30 Sekunden oder 35 Sekunden sein Kinoticket gebucht. Also konnten wir sagen, in 30 Sekunden zum Kinoticket. Das konnte halt keiner aus dem Wettbewerb, war für niemanden möglich. Wir hatten auch den Proof, also wir hatten den Beweis, hat funktioniert. War kein User, der schon mal da war, komplett neu. Deswegen sagt dem User, hey, wie lange brauchst du, wie viel Zeit musst du investieren, um dahin zu kommen, wo du hin willst, okay? So, dann der Slogan. Kauf weniger, gönn dir mehr. Mein erster Impuls ist, kauf weniger ist so, wie, soll ich jetzt nichts bei denen kaufen? Verkaufspsychologisch ist noch nicht auf dem Punkt. Ja, also ich weiß, was ihr damit sagen wollt. Ihr wollt damit sagen, man soll qualitativ hochwertige Produkte kaufen, qualitativ hochwertiges Fleisch, dafür aber weniger kaufen. Kauf bewusst. Genau, bewusster einkaufen. Bewusst auch mehr Geld auszugeben, wenn man weiß, was alles dahinter steckt. Artgerechte Haltung, nur Heufütterung etc. pp. Also Freilauf, Freilandhaltung etc. pp. Also kauf bewusst, genieße mehr. Also sowas in die Richtung. Ja. Ne, also kauf weniger gönnen, weil auch gönnen ist so gönn dir. Das ist nicht eure Zielgruppe. Das sind so gönn ist zu Millennial. Also der Gönn-Yamin. Ja, da ist man gleich, da ist man gleich in der, wir sind ja Boomer, aber da bist du gleich so in der Millennial-Sprache. Naja, das ist, ich habe gestern erst einen sehr interessanten Podcast auf der Autofahrt gehört. Von dem Gründer von Casper, der Matratzenmarke, also kennt ihr vielleicht, habt ihr schon mal gesehen. Und die hatten auch dann wirklich das Problem, dass sie mit ihrem Branding, mit ihrer Kommunikation zu viele Millennials angesprochen hatten. Ich meine, die waren selber Millennials oder sind selber Millennials, aber wollten natürlich eine viel breitere Zielgruppe. Und jetzt ein Millennial per se hat auch bestimmtes Kapital zur Verfügung, gibt auch per se gerne Geld aus für Qualität. Also das passt schon. Aber ich würde trotzdem mir die andere Zielgruppe deshalb nicht, ich würde sie nicht ausschließen, sagen wir es mal so. Also einfach vom Wording her, von der Corporate Language, passt da auf. Das gönn dir ist so ein bisschen zu salopp. Das ist ein bisschen zu, eben wie Uwe sagt, zu gönn dir, ein bisschen zu sehr Straße, so Jugendslang. Weil ihr betont ja auch handwerkliche Werte. Das ist ja eher was, das ist nicht ganz so Millennial. Ne? Es gibt einen guten Grund, warum das Handwerk auch gerade keinen Nachwuchs findet und warum es echt eine Krise gibt im Handwerk, sozusagen eine auszubildenden Lehre. Weil es einfach andere Werte sind, die jetzt da gerade momentan nicht so aktuell sind. Mhm. Also ihr würdet einfach auch mit dieser Corporate Language da einfach an eurem Zielpublikum vorbeischießen. Ja, genau. Wenn ihr soweit seid, das ist jetzt natürlich, ihr seid noch ganz am Anfang, aber wenn ihr soweit seid, auch hier oben sozusagen, wir haben ja gesagt, hier bauen wir noch ein paar Siegel ein, einfach um Trust aufzubauen. Und idealerweise, wenn es dann soweit ist, und das wird dann auch relativ schnell kommen, wenn ihr rausgeht mit dem Produkt und auch in die Sichtbarkeit geht, dann könnt ihr hier auch entweder vor oder nach, so funktioniert es, noch eine Bekannt-aus-Sparte einbauen. Einfach, um wieder Trust aufzubauen. Ihr habt ja schon RTL, oder? RTL Hessen oder RTL Südhessen will doch was mit euch machen. Das wird gleich ausgeschlachtet. Ja, das ist korrekt, aber da ist noch nichts draußen. Also wenn wir online gehen, wird es noch nicht draußen sein. Okay, aber perfekt. Dann zum Nachziehen sozusagen. Dann aber unbedingt bitte, Jungs, sprecht mit dem verantwortlichen Redakteur, dass der euch in die Lizenzabteilung weitergibt, damit das alles geklärt ist, dass ihr die Logos verwenden dürft, nicht, dass ihr Abmahnungen kriegt. Also immer die Lizenzen im Blick haben, das ist ganz, ganz wichtig. Nicht einfach Logos einbinden. Genau, alright. Dann unsere Neuzugänge, das ist cool. Das ist geil. Das ist super geil, weil das hat gleich mehrere positive Auswirkungen auf den User sozusagen. Das bedeutet, hey, da tut sich was.
da kommen neue Metzger dazu. Das heißt, ich war schon mal auf der Website, komme wieder bei euch vorbei, habe vielleicht noch nicht gekauft, weil ich mir noch dachte, das schaue ich mir erstmal an. Ihr wisst ja, erster Touchpoint. Selten, dass der User gleich kauft. Wir brauchen mehrere Berührungspunkte. Deswegen, der hatte schon mal einen Berührungspunkt, jetzt vielleicht mit der Meet-App über Social Media, mit einem Owned-Media-Channel von euch, irgendwo in eurem Content-Universum, dann war der auf der Website, hat aber noch nicht direkt entschieden zu kaufen. Dann geht er wieder, kommt zu einem Zeitpunkt X wieder und sieht, wow, da hat sich ja was getan. Da sind ja neue Metzger dazugekommen. Und das Coole ist, ihr macht aus eurem Metzger einen Protagonisten auf der Website, jetzt vom Storytelling her. Hey, das sind ganz unterschiedliche Typen, die ganz unterschiedliche Menschen ansprechen. Da ist hier der Jörg mit dem, wie sagt man zu den Caps, mit dem Barry? Ja, irgendwie, genau. Hat also, spricht halt einen gewissen Schlag an Menschen an. Dann der Carsten, das sieht wieder so ein bisschen mehr Premium aus, wie so eine Premium-Metzgerei. Der Dirk ist eher so, hey, der legt Hand an sozusagen, der ist so richtig so vom Handwerk. Perfekt, ihr habt auch eine Frau, die Katharina, das ist super. Das ist natürlich gleich auch für die weibliche Zielgruppe perfekt, dass ihr da auch einen weiblichen Protagonisten auf der Website habt. Das ist super. Also das finde ich mega. Das ist sehr, sehr geil. Meinungen. Da könnt ihr gerne noch ein bisschen, dass es ein bisschen prominenter ist. Wisst ihr? Also versucht da, weil das Auge geht immer von links nach rechts. Also versucht da erstmal von der Anordnung die Grete, das Bild nach links zu ziehen, damit dann der Text rechts ist. In einer idealen Welt schaut die Grete auf den Text rüber, indem ihr das Bild spiegelt. Das ist alles nur Verkaufspsychologie. Das heißt nämlich, sie sieht nicht weg davon, sondern sie schaut auf das, was sie sagt. Sie steht dazu, sozusagen. Das könnt ihr bitte auch sofort auf allen Social-Media-Profilen checken, ob ihr wegguckt von euren Profilen und von eurem Namen. Auf LinkedIn ist eine der liebsten Geschichten, dass Leute aus ihrem Profil nach links rausgucken. Sofort ändern. Entweder spiegeln oder ein anderes Foto nehmen. Oh, ich glaube, ich muss meins auch noch spiegeln. Fällt mir ein. Ich schaue, glaube ich, überall draußen. Nein, wirklich überall. Also auf LinkedIn. Das ist ganz, auch auf Landingpages gerne oben im Header gerne, dass Leute sozusagen aus dem Bild rausgucken. Das Problem ist, Menschen gucken auch unbewusst, die gucken der Blickrichtung hinterher und dann gucken die aus eurer Website raus, anstatt auf den Text zu gucken. Genau. Also da natürlich, Text ist schon mal sehr gut. Video ist natürlich noch besser. Also Video ist dann die Königsklasse, ist aber natürlich auch schwieriger zu bekommen von den Menschen. Da muss man wirklich dranbleiben, dass die dann auch die Testimonials abgeben. Deswegen erstmal mit Text zu starten, ist super. Schaut, dass ihr vielleicht noch ein, zwei dazu habt. Also jetzt habt ihr wieder eine Frau, versucht noch einen Mann reinzuholen, dass ihr zumindest beide Geschlechter auf der Website habt. Das wäre super. Der Meet-Blog, super geil. Blog auf vielen Ebenen wichtig, weil auf der ersten Ebene, wir bieten weitere Einstiegsmöglichkeiten. Unser Schaufenster sozusagen jetzt on-site auf unserer Seite. Wir bieten dem Interessenten die Möglichkeit, dass er noch tiefer eintauchen kann. Er kann sich jetzt ein Bild machen von uns. Er kann sich ein Bild machen hier vom Jörg. Also er sieht den Jörg, den er oben schon gesehen hat. Da kann er jetzt ein Video drüber gucken, was mega ist. Also er baut gleich noch mehr Vertrauen auf. Diesen Jörg gibt's wirklich. Und der ist echt ein Metzger. Und der bietet wirklich das Fleisch da an. Die Jungs quatschen nicht nur, sondern es ist real sozusagen. Dann geht ihr da auch auf die Schweinerassen ein, was super ist. Das ist auch ein bisschen Background-Informationen und dann natürlich, was alles noch so kommt. Aber das Schöne ist, es arbeitet nicht nur on-site für euch, sondern auch off-site, wenn ihr natürlich das Ganze auch SEO-optimiert aufgebaut habt. Also schafft ihr es, mehrere Ebenen damit zu schlagen. Und vor allem, wenn ihr mal nicht wisst, und das ist eigentlich Uwes Lieblingssatz, weil wenn der mal nicht weiß, was er posten soll auf LinkedIn, dann geht er einfach in unseren Blog, schnappt sich irgendeinen Artikel und feuert den auf LinkedIn raus. Und die schreiben wir auch nicht mal selber, die Blogbeiträge. Also da haben wir jemanden im Team, der schreibt uns die. Und ich glaube, ein oder zweimal die Woche hauen wir neun raus. Wir haben das selber gar nicht mehr im Blick. Also ich gehe ab und zu auf unseren Blog und denke mir, oh krass, fünf neue Beiteiträge. Und die ich schon alle auf LinkedIn geteilt habe. Die du schon alle geteilt hast. Ja, ich komme gar nicht hinterher mit dem Sharen. Aber das hilft euch auf ganz vielen Ebenen, der Blog. Also Blog baut wieder Vertrauen auf. Blog bietet die Möglichkeit oder ein Magazin, also wie auch immer ihr es nennen möchtet, dass der User einfach mit einer ganz niedrigen Einstiegsschwelle tiefer einsteigen kann, ohne dass er jetzt crazy Sachen machen muss, sondern ist schon auf der Seite, den Blog kennt jeder, mit dem Blog kann jeder umgehen, da kann er sich die Informationen holen, wer Vertrauen aufbauen, idealerweise, und das können wir jetzt gleich mal schauen, ob ihr das macht, schauen wir mal, gehen wir doch mal hier auf, weil ich auch noch nie gehört, also ich habe noch nie die Duroc-Schweinerasse gehört. Und in einer idealen Welt sozusagen baut ihr auch Backlinks zum Shop ein. Da habt ihr Emojis, ja, das ist ganz nett. Da würde ich noch vom Aufbau, wenn ihr jetzt den Aufbau vom Blogbeitrag euch anschaut, das ist relativ nackt und unrund fürs Auge. Wisst ihr, das Auge
ist sofort überfordert. Und zwar, oh shit, ich muss da viel lesen. Oh shit, das ist nur Text. Da ist wenig Medien drin, die so ein bisschen Luft geben. Also baut noch ein, zwei Bilder ein. Baut auf jeden Fall einen Backlink zum Shop ein, weil idealerweise wollt ihr es dem User dann ja auch einfach machen, diese Schweinerasse oder dieses Fleisch zu kaufen bei euch im Shop. Weil kompliziert wäre es, ihr müsst wieder zurück in den Shop und müsst sich das selbst raussuchen. Und ihr wisst ja, per se ist der User dumm und faul. Also dumm jetzt nicht unbedingt, aber extrem faul. Das ist einfach so. Menschen wollen nicht viel lesen, sie wollen nicht viel selbst machen, sie wollen geführt werden. Deswegen, das ist ja dann noch die Kreation des Funnels sozusagen. Deswegen seht diesen Blogbeitrag auch als Funnel, als eine Möglichkeit, einen Sale zu machen, also Fleisch tatsächlich zu verkaufen. Hier sprecht ihr über das Fleisch, dann macht es dem User auch einfach, dieses Fleisch zu kaufen bei euch im Shop, wenn ihr es schon anbietet. Okay? Also gleich hier auch die Möglichkeit anbieten, zu verkaufen, weil das wollt ihr am Ende des Tages ja. Bindet da gerne Videos ein, bildet Fotos ein. Was super funktioniert bei Blogbeiträgen, das passt nicht bei allen, dass ihr so eine Summary unten macht. Also oben hier noch vielleicht, wenn es euer Backend zulässt, wie lange muss ich lesen? 2 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten. Lesedauer ist immer ganz nett. Aber vor allem unten hier noch einfach eine Zusammenfassung. Diese Top 5 kannst du mitnehmen quasi, die Highlights einfach. Dass man auch einfach, wenn man schnell drüber lesen möchte, sofort weiß, hey, was ist denn die Schweinerasse eigentlich, wo kommt die her, wie schmeckt das Fleisch? Also natürlich auf euer Produkt bezogen, okay? Bleibe up to date, ja, ist ganz nett, aber gib noch einen Call to Action rein. Warum sollte ich up to date bleiben? Also Newsletter ist erstmal für alle so, okay, weitere Newsletter, was habe ich davon? Bietet sofort einen Rabatt an, das ist das, was die Leute wollen. 10% Rabatt auf die erste Bestellung, 5% Rabatt auf die erste Bestellung, was auch immer euch es wert ist. Call to Action. Hier braucht es einen Call to Action. Bietet einen Rabatt an, weil ihr habt dann zwar einmal 10% liegen lassen, aber ihr könnt euch sicher sein, wenn ihr diesen Menschen dann in eurem E-Mail-Verteiler habt, dann könnt ihr einmal die Woche ihn anpingen. Und ich meine, hochwertiges Fleisch zu kaufen ist jetzt vielleicht nicht, dass das über die komplette, also dass es halt einmal die Woche passiert oder zweimal die Woche oder dreimal die Woche. Also schön wäre es für euch, wenn es so wäre. Ihr habt bestimmt Kunden, die das machen. Aber jetzt generell, wenn man jetzt den Durchschnittsuser sich anschaut, der wird sich das halt ab und zu mal gönnen. Das müssen wir beim Gönnen. Der wird sich das ab und zu mal gönnen. Aber schickt ihm den Reminder dazu, dass er es sich gönnen darf. Wisst ihr? Weil von alleine kommt er nicht drauf. Aber ihr könnt ihm innerhalb eures Newsletters, eurer Mailings, könnt ihr ihm auch die Erlaubnis geben, dass er sich einmal im Monat das Fleisch von der Meat-App oder von einem Metzger der Meat-App gönnen darf. Das haben wir gemacht und haben das sehr forciert bei My Bali Coffee, bei unserem Kaffee-Brand. Da sind wir extremst darauf gegangen und haben, glaube ich, auch 10% auf die Erstbestellung, sowohl on-site als auch off-site, also auch vor Ort bei den Verköstigungen, beim Edeka und beim Rewe. Das Einzige, was wir da wollen, ist, dass die den ersten Kontakt mit unserer Brand haben, im besten Fall schon mal an einem Kaffee genippt haben, auch offline. Aber dann wollen wir die E-Mail-Adresse, weil wir da gesehen haben, wenn du einmal im Monat, also wir haben viel Mehrwert-Mails gemacht, aber einmal im Monat auch wirklich eine Sales-Mail, also wirklich mit einem tollen Angebot, Muttertag, hast du nicht gesehen. Und wirklich, du siehst dann, du drückst auf einen Knopf und dann siehst du plötzlich, wie die Bestellungen ding, 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 ding reinkommen. Und dann weißt du, dass du eine echte Umsatzmaschine da stehen hast. Du hast nur einmal 10% abgegeben, drückst auf ein Knöpfchen und dann kommen Sales rein. Und wenn du das einmal hattest, dann willst du das nie wieder missen. Also man unterscheidet da, also um euch einfach den kompletten Scope dazu geben, man unterscheidet da zwischen Frontend und Backend. Also das Frontend ist immer das, was der User sofort sieht. Das kennt man ja von der Programmierung und von Entwicklung her. Aber ein Frontend-Sale, das kann man jetzt auch auf den Verkauf beziehen sozusagen, ist der erste Kauf sozusagen, den ein Kunde auf eurer Website, in eurem Shop, eurer Dienstleistung macht. Ein Backend-Sale ist das, was ihr ihm zusätzlich dann hinten raus verkauft. Über die ganze Zeit. Das kann dann ein weiterer Verkauf über den Newsletter sein. Das kann ein Upsell sein. Das kann sein, dass die Meet-App vielleicht auch bald mal Grillzubehör anbietet. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr bald auch mal einen eigenen Grill. Es ist vieles denkbar. Ihr könnt ja da die komplette Klaviatur der Fleischzubereitung auch spielen. Also da ist super viel möglich. Das wäre ein Backend-Sale sozusagen. Ihr habt den im Frontend aktiviert. Der hat einmal was gekauft und danach gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie ihr ihn wieder reaktiviert. Also wie ihr ihn immer wieder reinholt. Das kann über E-Mail, also über Newsletter-Mailings sein. Es kann aber auch über Social Media sein. Es kann über einen Podcast sein. Es kann über YouTube sein.
ganz viele Möglichkeiten. Deswegen habt auch alle nicht so Angst, beim ersten Verkauf hochprofitabel zu sein. Das muss man oft nicht. Die meisten Brands, ganz, ganz viele, gehen so rein und sagen, Pi mal Daumen, wenn wir break-even sind, ist es perfekt. Die wollen mit dem ersten Verkauf gar nicht viel verdienen, weil sie genau wissen, Kauf 2, Kauf 3, Kauf 4, also Verkauf, XY, alles nach dem ersten Kauf, da wird dann das Geld verdient. Also wenn es natürlich super läuft, verdient man gleich mit dem ersten Verkauf etwas. Das ist natürlich etwas, wenn man jetzt Produkte hat, die in einem höheren Preissegment unterwegs sind, dann ist es möglich, auch bei jetzt zum Beispiel bei den Gemüsehelden, wenn ihr ein digitales Produkt verkauft, dann habt ihr da natürlich auch eine größere Marge, als wenn jetzt ein echtes, haptisches Produkt verkauft, wo die Margen meistens geringer sind. Bei einer Dienstleistung habt ihr auch meistens höhere Margen. Kommt immer drauf an, es ist sehr speziell dann. Aber habt jetzt nicht unbedingt immer Angst, dass ihr einfach was abgebt am Anfang, dass ihr einen Rabatt einräumt oder dass ihr irgendein Special anbietet, weil ihr habt diesen Menschen dann im Loop. Ihr habt ihn in eurer Welt. Und das ist das Wichtigste. Ihr habt diesen Menschen, diesen Interessenten, einmal zum Käufer konvertiert. Der hat einmal den Geldbeutel aufgemacht. Und die Chance, dass er den Geldbeutel wieder aufmacht, ist 5 bis 6 Mal höher, als wenn er es noch nicht gemacht hat. Das ist alles nur Verkaufspsychologie. Wisst ihr, der hat euch einmal vertraut. Der war zufrieden, war happy, war mit der Dienstleistung total zufrieden. Ihr konntet sein Problem lösen oder die Herausforderung, die er gerade hatte, oder ihm einfach ein tolles Produkt liefern. Also ist die Chance relativ hoch, dass er es nochmal machen wird, wenn ihr ihn dran erinnert. Das ist es. So, bekannt aus, da sehen wir es jetzt ja. Aber Jungs, es ist zu weit unten, es muss weiter hoch. Das ist nämlich Fleischwirtschaft.de ist sofort, okay. Das ist so offiziell. Das ist so offiziell. Also selbst wenn ich es jetzt nicht kenne, aber Fleischwirtschaft hört sich irgendwie nach so einem Verbandsmagazin aus. So IHK-mäßig irgendwie. Habe ich schon mal Trust. Jetzt, wenn da noch 2, 3 weitere stehen, super geil. Klärt da ab, ob ihr das Logo so einbinden dürft, indem ihr, weil ich glaube, das hat andere Farben normalerweise. Weil da würdet ihr jetzt die Wortbildmarke beschädigen oder die Lizenz irgendwie verletzen. Also das wäre auf jeden Fall markenrechtlich schwierig. Da muss man mal aufpassen. Wir haben es auf einer Landingpage auch mal gemacht und auf einer Website. Ich glaube, auf der aktuellen ist es auch so, aber das ist alles abgeklärt. Also das dürfen wir sozusagen. In der Regel muss man es in Originalfarben lassen, was ja eh ganz gut ist, weil dann ist es wie ein Störer, also wie so ein Pattern Interrupt. Und dann fällt es auch schneller auf. Ja. Auch wenn es jetzt nicht vielleicht zu euren Designfarben passt. Sticht mir raus. So, dann habt ihr unten die FAQ. Die sind super wichtig, weil ihr dadurch natürlich, und das haben die meisten oft nicht im Blick sozusagen, ihr spart euch einen mega Support-Aufwand. Wenn ihr nämlich euren Support so weit wie es geht automatisieren möchtet, nehmt immer, und das ist jetzt an alle, die Fragen, die am häufigsten kommen, die immer wieder kommen, die beantwortet ihr innerhalb der FAQs. Und die FAQs, das ist was Organisches, das darf wachsen. Das könnt ihr immer erweitern, weil ihr könnt dadurch schon ganz viele Einwände, die ein Kunde hat, das kennt ihr ja aus der Buyer-Persona, die es schon hatten oder die für die es jetzt noch kommt, die Einwände und die Rolle im Verkaufsprozess ist ganz eine wichtige, weil wir ja auch innerhalb des Moduls sagen, kreiere schon Content dafür, dass du diesen Einwand drehst um 180 Grad, dass dieser Einwand kein Einwand mehr ist, sondern dass er geklärt ist. Das könnt ihr natürlich super über die FAQs machen, die dann wiederum, was Uwe schon vorhin gesagt hat, euch auch als Content-Pool dienen, weil daraus könntet ihr dann auch Inhalte erstellen. Ob es ein Instagram-Post ist, ob es vielleicht sogar ein weiterführender Content ist im Sinne eines Videos, eines Podcasts, eines Blogbeitrags, whatever. Also da habt ihr dann einen Content-Pool, an dem ihr euch bedienen könnt, sozusagen. Und jetzt geht es natürlich immer ins Positive, ne? Sozusagen, warum wir die Kühlkette sicherstellen. Sau wichtiger Punkt. Ja. Oder die meisten Kunden, die mit uns irgendwie das erste Mal in Kontakt kommen, fragen uns immer die gleiche Frage. Wie wird die Kühlkette sichergestellt? Wir arbeiten zusammen mit einem Unternehmen, sogar ein Münchner Unternehmen, glaube ich, habt ihr erzählt, ne? Perfekt. Und das ist sozusagen, also egal was, also nicht aus allem, aber ich würde behaupten, aus 70% eurer Fragen hier kann man, geil, Hilfe, ich bin süchtig nach regionalem Fleisch. Geil, das ist geil, das ist auch lustig. Das wäre auch ein geiler Beipackzettel. Bei Meat App gibt es Risiken und Nebenwirkungen. Also nutzen Sie unseren Service erst, nachdem Sie darüber aufgeklärt wurden, dass Sie süchtig werden könnten nach regionalem Fleisch. Da kann man ja auch Comedy machen, was ja zu euch passt, weil ihr ja selber euch nicht ganz ernst nehmt sozusagen oder über euch lachen könnt. Aber nutzt die FAQs als Content Pool, also als Redaktionsplan. Genau. Super, ihr bietet hier auch direkt die Option an eines Live-Chats. Ihr habt ja auch Links hier, chatte mit uns, das ist super, das wird oft auch genutzt. Schaut da nur, dass ihr die Response-Zeiten einhaltet, dass wenn tatsächlich eine Frage kommt, dass ihr relativ schnell reagiert, weil es gibt nichts
Ärgerlicheres für einen Kunden, der eine Frage stellt, dann keine Antwort bekommt. Eine andere Lösung wäre auch, dass ihr ein Ticketing-System einführt, einfach, dass ihr halt das Ganze dann auch sauber, da werdet ihr hinkommen an den Punkt. Also wir hatten es bei Kino halt auch am Anfang, also wir hatten ja, ganz am Anfang hatten wir so ein Klingeln. Immer wenn wir ein Ticket verkauft haben, hat es Kitsching gemacht bei uns im System. Also ganz laut, das ganze Büro hat es gehört. Und am Anfang haben sich noch alle gefreut. Aber umso größer wir wurden, ging es halt so, Kitsching, 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 Kitsching. Und es ging uns so auf die Nerven, dass wir es ausgestellt haben. Jetzt am Anfang ist es noch super und das gibt auch, das motiviert auch. Aber was ich euch jetzt hier bezüglich des Live-Chats einfach sagen möchte, wenn ihr es nicht einhalten könnt, die Response-Zeiten, geht eher auf ein Ticketing-System, das ihr dann nutzt, wo ihr dann wirklich alles sauber geordnet habt, das euch auch immer erinnert, wann ihr antworten müsst, um in dem 24-Stunden-Fenster zu bleiben, wenn ihr es anbietet. Zendesk ist da ein tolles Tool, mit dem ihr arbeiten könnt. Es wird von ganz vielen genutzt. Das ist ganz gut, gibt aber noch weitere Möglichkeiten, da ein Ticketsystem aufzubauen. Aber da rutscht euch nichts durch, sagen wir es mal so. Und das wird passieren, umso größer ihr werdet, umso mehr Menschen sich für euer Produkt interessieren, umso mehr Fragen werden kommen. Und dann wisst ihr, so könnt ihr es noch handeln in einem kleinen Team und braucht nicht dann direkt jemanden, der Customer Support macht. Aber was bei euch super wichtig ist, und das ist dieser Amazon-Gedanke, das ist, werdet Customer obsessed sozusagen. Also werdet wirklich obsessiv mit dem Kunden. Er erfüllt ihm alle Wünsche, also versucht es zumindest. Geht auf alles ein, was er hat, weil das wird euch am Anfang dieses ganz wichtige Word of Mouth geben, dieses Empfehlungsmarketing, diese Empfehlungen untereinander, diese Mund-zu-Mund-Propaganda, weil die dann wirklich merken, hey, da stecken echte Menschen hinter, die haben mir bei all meinen Problemen geholfen, hier bestelle ich gerne. Da gibt es ein Buch, das empfehle ich euch alle zu lesen, weil es einfach wahnsinnig geil ist in dem Sinne, dass man versteht, wie wichtig es ist, wirklich auf die Kunden zu hören. Uwe hat es vorhin auch gesagt, das Feedback der Kunden zu nutzen, um es ins Produkt einzubauen, auf die Seite einzubauen, in die Kommunikation einzubauen, ist Delivering Happiness von Tony C. Also Tony und H-S-I-E-H geschrieben, der leider verstorben ist vor kurzem. Der ist bei einem Hausbrand ums Leben gekommen mit Ende 40. Aber das ist der Gründer von Zappos. Und das Zappos ist das Vorbild für das deutsche Zalando. Also Zalando hat Zappos nachgemacht sozusagen. Die haben damals angefangen, den Schuhhandel ins Internet zu bringen, den Schuhhandel zu digitalisieren. Und die sind wirklich, die haben das Ding einfach wirklich zu Ende gedacht, wie sie mit dem Kunden umgehen. Und dadurch sind sie so groß geworden. Da kann man ganz viele tolle einzelne Impulse mitnehmen, wie man denn mit Kunden umgehen sollte, um sie fürs eigene Produkt, fürs Marketing zu nutzen. Genau, dann sind wir beim Footer angekommen, beim Footer, und zwar, da habt ihr alles drin, was ihr braucht. Das sieht gut aus, das sieht auch echt sympathisch aus hier mit eurem Logo, mit der Kuh, mit Meat App, dann hier Fakten zu Dry Age, ihr bindet da auch noch etwas ein, habt unten noch ein Call to Action. Das ist super. Das wäre jetzt mal die Live-Analyse der Home sozusagen, der ersten sichtbaren Seite, mit der Menschen mit euch, mit dem Meat App in Kontakt kommen. Kommen wir nochmal auf die wichtige hier, über die Meat App. Der About You, das ist der, wofür wir alle Angst haben, weil man da die eigene Geschichte hinschreiben muss. Super geil. Wer sind wir? Meat App, das ist jetzt die Story. Jetzt geht es ums On-Site Storytelling. Ja? Also sozusagen, wie bauen wir hier Vertrauen auf? Wie begeistern wir die Leute? Das ist natürlich schon mal cool, dass ihr euch da alle die T-Shirts angezogen habt, dass ihr ein cooles Foto habt, dass ihr da sofort smiley seid, gut ausgeleuchtet seid. Cool wäre es, wenn das sogar noch beschriftet wäre, wer welcher ist. Da könnte man rein theoretisch auch den Namen mit ins Foto einbauen. Ne, das sind nämlich Wojtek, Manuel, Julian. Das könnte man sich jetzt erschließen hier aus der Reihenfolge, weiß man aber nicht. Cooler ist es, man würde das wissen sofort. Wir sind drei Kerle aus Mittelhessen. Das ist geil. Und seit der Schulzeit dicke Freunde. Und so unterschiedlichen Lebenswege und Karriere haben uns in verschiedene Ecken Deutschlands verschlagen und auch wieder zurück. Wir waren und sind immer neugierig auf neue kulinarische Erlebnisse. Unsere gemeinsame Leidenschaft für leckeres Essen war schon immer eine Konstante. Abschluss der Ausbildung, erster Job, Familiengründung, Umzug, Jobwechsel, all das hat unsere Prioritäten auch im Umgang mit Lebensmitteln verändert. Was will man sich selbst in seinem Nachwuchs auf den Teller legt, hat Auswirkungen. Da ist noch irgendwie ein Bug drin. Genau. Außerdem bitte keinen Mann mehr. Ab jetzt, alle, die hier zuhören, wir nutzen nie wieder das Wort Mann. Also M-A-N ist so gestrichen. Ein Wort, was nicht mehr existiert in Zukunft. Auf einen selbst und ein bisschen auch auf die Umwelt. Und das beste Fleisch kommt nun mal immer noch vom Metzger. Genau. Da würde ich auch irgendwas noch mehr Lokalität betonen. Beim gemeinsamen Grillabend haben wir uns dann festgestellt, dass jedem Einzelnen auch von uns schwerfällt. Da bitte, weshalb ein Merk, ein Dings. Genau. Hier steht jetzt aber noch überhaupt nicht drin,
warum ihr metzgert. Hier steht nur drin, dass ihr maximal gerne grillen würdet und dass ihr irgendwie nette Typen seid. Aber man weiß noch überhaupt gar nicht, ob ihr einen fachlichen Hintergrund habt. Und den habt ihr ja, richtig? Es gibt ja einen Metzger-Hintergrund. Und das ist das, was ihr noch reintun müsst. Und ihr braucht einen auslösenden Vorfall. Es muss etwas gegeben haben, einen Moment, an dem ihr gesagt habt, wir haben die Schnauze voll. Wir können das besser machen. Wir haben jetzt alles gelernt in unserem Leben und wir haben diese drei Talente, diese drei Lebensentwürfe in einen gegossen, drei Menschen, die aus allen Welten das Beste mitbringen. Und nur wir, das ist der Subtext, sind in der Lage, das jetzt auch so anzubieten. Und das unterscheidet uns von allen anderen. Bei uns kaufst du sozusagen von den drei Dudes, die für dich preselected diese Metzger ausgewählt haben. Lokale, regionale Handwerksbetriebe mit echten Menschen, vielleicht sogar in Familienbesitz. Das müsst ihr rausarbeiten. Jetzt ist das noch sehr generisch. Ne? So, es hat schon Ecken und Kanten, was geil ist. Drei Kerle aus Mittelhessen. Spannend wäre aber auch drei Kerle in ihren 30ern oder in ihren, weiß nicht, wie alt ist. Also es wäre halt jetzt auch noch ein bisschen zu wissen, wie alt seid ihr? Ja? Haben manche vielleicht schon von euch Familie, wie auch immer? Oder also macht ihr das so in die Zukunft gerichtet, wenn ihr euch mal vorstellt, dass ihr selber mal Kinder habt? Also ich will das gerne noch mehr anfassen können und auch gerne noch mehr euch sehen, weil auch das ist schon wieder, das ist geil, aber eigentlich will ich euch hier sehen. Du musst das, also einer von euch muss das sein, der hier grillt. Das hier ist irgendwie nochmal bei euch im Office, wie auch immer. Und das ist dann nochmal irgendwie ihr drei in der Landschaft. Wäre natürlich mega geil. Ja, Freunde seit 20 Jahren, das ist natürlich super cool. Aber hier kann man natürlich jetzt nochmal genau erzählen, was euch zusammengeführt hat, was eure Hintergründe sind, das würde ich oben noch mit reinschreiben. Das kann ich hier auch noch nicht, nee, hier komme ich auf LinkedIn, was ja schon mal gut ist. Aber die Nummer müsst ihr gnadenlos spielen. Das haben wir bei MyBali auch gemacht. Da hatten wir sogar bei Amazon ganz lange ein Bild bei der Produktbeschreibung. Die haben wir jetzt überall rausgenommen. Aber bei den Produktbeschreibungen bei Amazon kannst du dich immer so durch 5 Bilder durchklicken und noch ein Video einfügen. Und da haben wir als 5. Bild ein so ein Bild gehabt von Sascha, Bernhard und mir, wie wir in Bali vor den Reisfeldern von Ubud stehen. Und dann war so ein Bepper drauf, da stand drauf, jetzt junge Startup unterstützen. Und das war total der Uplift, weil Leute haben Bock da drauf. Ja, es gibt euch eine Klientel von Menschen, die Lust haben, eben auch neue Gedanken, neue Bewegungen und Communities zu unterstützen. Und ihr seid echt so ein Paradebeispiel für das, was sowieso jeder mit eurer Story hinbekommen muss. Ihr müsst eine Story entwickeln, ja, die Menschen einlädt, Teil der Community, der Geschichte werden zu wollen. Das ist das Ding. Und bei euch, diese Revolution, David gegen Goliath, ihr revolutioniert jetzt, oder ne, also jetzt immer auf einer metaphorischen oder auf einer Mythos-Ebene, ihr wollt halt jetzt dieses Fleisch-Game umkrempeln. Und jetzt gebt ihr den Leuten die Möglichkeit, das mit euch gemeinsam zu tun, also eure Reise mitzugehen, weil ihr seid jetzt schon vorgegangen, ihr habt diese Vorselektion gemacht, ihr habt die Bewegung gestartet. Jetzt ist es ganz einfach, sich anzuschließen, mit einer Bestellung. Also hier würde ich noch was rausholen, sowohl visuell als auch inhaltlich. Schauen wir noch unsere Metzger an. So. Wähle unter den Besten. Das ist super. Metzger deines Vertrauens. Ja, geil. Geh mal auf Meat and Love. Da habe ich gleich einen für euch sozusagen, und zwar die Butchery in Lehel. Die könnt ihr mal angehen, die passt super zu euch. Ja, das sieht, ja, schon das sieht jetzt schon, richtig. So muss es aussehen, genau so. Das andere war so ein bisschen, aber das ist sehr gut. Das sieht ja ultra geil aus. Ja. Ja, kriegt man gleich Hunger, ne? Was steht da jetzt, wenn man da draufklickt? Gibt es eine kleine Story dazu? Da gibt's Duroc. Ach, da gibt's Duroc. Schau, da könnt ihr gleich verlinken im Blogpost. Ja, Beschreibung, Zutaten. Genau, bei der Beschreibung, da muss natürlich noch was hin, ne? Also da müssen wir noch ein bisschen was erzählen. Ganz wichtig, wir haben es auch in einem der letzten Podcasts erwähnt, ihr könnt es schaffen, also wirklich, es gibt wirklich wissenschaftliche Studien dazu, dass Texte, Storytelling, Produkten zu einem tausendfachen, also tausendprozentualen Uplift verholfen haben, was den Verkaufspreis angeht. Da hat jemand, also es war ein Journalist, hat Produkte gekauft. Ich glaube, für 200-300 Euro hat er einfach verschiedenste Produkte gekauft, hat die dann bei eBay weiterverkauft. Darunter war eine Buddha-Figur, die er für 99 Cent angekauft hat. Auf eBay hat er sie mit Hilfe von perfektem Storytelling für $62 weiterverkauft. Da seht ihr den Impact, was eine gute Geschichte hat. Erzählt auf den Beschreibungen gute Geschichten. Das ist extrem wichtig. Das ist ja hier schon mal gut. 21 ja. Tage lang zieht der Schinken trocken in einer Lake mit Salz, Pfeffer und Wacholder. Also du musst ja schon,
musst ja jetzt so bildlich schon schreiben, dass den Leuten schon das Wasser im Mund zusammenfließt oder eben, dass du Lust hast auf ein Coaching oder dass du Lust hast, ein Gemüsebeet bei dir anzulegen oder dass du Lust hast, dir den Messestand schon irgendwie mal im Wohnzimmer aufzubauen, oberhalbe. Ja? Er nimmt dabei die Gewürzaromen tief auf. Das ist auch spannend, wie Weine beschrieben werden. Guckt euch Wein an, Whisky, Kaffee, solche Genussprodukte könnt ihr euch mal angucken. Dann Rasse Duroc. Nur 0,4% aller deutschen Schweine sind Duroc. So selten ist das Fleisch und dementsprechend besonders und wertig. Bla bla bla. Also gucken, wo sind Künstler, also wo kann man Verknappungen herstellen, die auch wirklich so stimmt. Da kann man wirklich noch im Storytelling dran arbeiten, weil die wollen ja kein Fleisch kaufen, die wollen ja den Genuss kaufen. Ne? Genau. Das ist geil. Ja. Cool. Super.